Ach, schön reingelatscht. Ist jetzt auch mal gut hier. Ich wollte da gar nicht rein. Vielleicht tot, wenn das so weitergeht. Ach, also, was kriegen wir denn? Abwehr? Nichts. Ach, da unten ist noch was los. Ach ja. Der lebt doch. Das habe ich irgendwie erkannt. Ich weiß gar nicht woran. Der auch. Aufstehen. Untersuchung. Hausdurchsuchung. Taschenkontrolle. Ich hab dich gesehen. Deine Energie hat sich erhöht. Oh, kommt der das denn her? Der, das, die. Was? Ja. Speichern. So. Okay, ich glaube, ich muss oben weiter. Ich glaube, ich muss oben weiter. Geht's runter? Da nicht. Jetzt mal gucken, was er macht. Wo ist er denn? Okay. So weitergeht. Wo ist er denn jetzt? Ich renne einfach hin und her, das werden wir schon schaffen. Mist, wenn ich ihn treffe. Bis jetzt hat er ja nicht viele Attacken. Ich könnte eigentlich auch hier unten stehen und ihn angreifen. Ich hätte mich vielleicht doch in Freeman verwandeln sollen. Oh. Was, was, was? Ich wollte ihn gerade angreifen. Och nö, jetzt ist er wieder weg. Das ist eine schöne Angriffstaktik.
So. Mach dich fertig. Oder auch nicht. Ich könnte bestimmt auch meinen Dash benutzen, aber ich weiß nicht, ob der hier sinnvoll ist. Das muss doch machbar sein. Na toll. Los, angreifern. Ah, Mist. Einer gefehlt gerade. Das schaffen wir. Das müsste machbar sein. Mist. Au. Ach, ich dachte, er hat nur noch einen halben. Na also. Du hast den Sandfanger bezwungen. Eine Statue sei dein Lohn. Wupp, 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 wupp. Mhm. Da, 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 da. Ah, hier ist eine Leiter. Oh, da geht's nicht weiter. Ich dachte, da komme ich rechts noch irgendwie hinter die Wand, aber nö. Ist hier links noch was? Da können wir nochmal springen, aber wer will das schon? Wir gehen mal rechts lang. Vielleicht ist hier Will. Eine rote Murmel gefunden, finde ich skeptisch. Du bist verrückt, ich war krank vor Sorge. Wenn dir etwas zugestoßen wäre. Es tut mir schrecklich leid, aber ich musste Medizin für meinen Vater finden. Lass mich bitte noch mit alleine, mit Will, mit Lenz, Will, alleine, du. Will, das ist ein Stein meiner Kette. Ich folgte den Stein, um dich zu finden. Hier, ich gebe sie dir wieder. Lenz flüstert. Ich glaube, sie liebt mich auch. Ich bin so glücklich. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ist das nicht schön? Och, ist das schön. Ja. Ja. Lasst mich bitte noch... Oh, jetzt wird's romantisch. Diesen Steinen verdanke ich mein Leben. Es sind Steine der Kette, die ich für dich fertigte. Es sind nur noch wenige Steine übrig. Möchtest du sie tragen? Liebevoll hängt Lenz ihr die Kette um den Hals. Und sie ist wieder schüchtern. Ah! Ich traue mich gar nicht, das vorzulesen. Oh, ist das schön. Diesmal flüchte ich nicht. Es geschah alles so schnell. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Bitte sie mich jetzt nicht an. Ich weine vor Glück. Oh, ist das schön. Ich habe schon immer geahnt, dass etwas Besonderes an dir ist. Nun weiß ich, was es ist. Ich möchte dir eine Antwort geben. Ich liebe dich auch. Oh, so schön. Ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Falsch geschrieben. Lilly, ich habe mich noch niemals so gefühlt. Als ob 1000 Sterne aufleuchten würden. Mir geht es nicht anders. Gehen wir zurück ins Dorf. Sie machen sich sicher Sorgen. Um uns. Oh, ist das schön. Oh, ich muss mir gerade echt auch ein Freudentränchen verdrücken. Hm. Mann. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, hätte ich das nicht romantisch gefunden. Westlich von hier gibt es eine riesige Wüste. Zu Fuß und ohne Krux werden wir sie nicht überleben. Was, was, was? Wir müssen uns einige dieser Tiere besorgen. Ich hoffe, Lenz Vater erholt sich wieder.
Mein Vater liebt mich über alles. Ich denke, er wird sich langsam erholen. Heute Nacht ist Vollmond. Das Dorf sieht ganz anders aus. Ein Krug ist ein seltsames Tier. Weißt du? So wie du? Ja, genau. Da, 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 da. Ich hörte vom Sandfang einen riesigen Tausendfüßler, er lebte in der chinesischen Mauer. Man sagt, Fluide eines Körpers heilen alles, seines Körpers. Die chinesische Mauer, ja, Medizin, ach, egal, jetzt hatte ich keine Lust mehr. Da, 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 da. Wir speichern mal. Kann ich hier nochmal spielen? Oh. Bewahre meine Juwelen. 24. 30 nochmal dunkle Kraft. Aha. Ich dachte, ich könnte noch spielen. Okay. So. Dieses Tier ist ein Krug. Der Krug eignet sich zum Reisen in Wüsten. Er kommt lange Zeit ohne Nahrung und Wasser aus. Was ist denn das? Wir trinken dieses Wasser, kochen damit, waschen uns damit und so weiter. Oh. Na gut, ich speichere mal. Soll ich nochmal in die einzelnen Häuser rein? Ich könnte den Vater nochmal besuchen. Wo war denn Lenz' Vater? War es vielleicht doch sogar dieses hier? Nein, ich wollte nicht stören. Boah. Ich habe die letzte Nacht nicht viel geschlafen. Ich glaube, ich merke das gerade. Sorry, wenn man mein Gähnen hört. Das kennen wir schon. Wir gehen mal zu Lenz und den anderen. Ich habe ja gerade geguckt, ob wir irgendwo Tiere kriegen, aber... Fehlanzeige. Kling, kling. Da, 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 da. Ich kann auch bestimmt so einen Krug gewinnen. Was? Warte auf der rechten Seite. Ach so. Mhm. Kia, Kia! Ich will mitmachen. Ich will einen Krug gewinnen. Ja. Wartet mal kurz. Ich sollte manchmal einfach besser auf die Stimmen der anderen hören. Der Junge, der da zum Beispiel sagt, im Loch rechts das Seerosenblatt. Das hatte ich zwar schon mal bei Tage gemacht, aber jetzt gerade ist es weg. So, komm, dann gönne ich mir was. Solange ich hier warten muss, kann ich mir auch genauso gut noch einen Bonbon in den Hals drücken. So. Jetzt ist mir da gerade mal egal. Eigentlich habe ich ja gesagt, nehme ich die komplette Lösung nicht, aber wenn ich wirklich nicht weiter weiß, nehme ich das Ding doch mal mit. Aha. Hallo, hallo. Was? Das russische Glasclub. Der russische Glasclub. Möchtest du beitreten? Ja. Möchtest du dein junges Leben beim russischen Skatspiel riskieren? Es ist mehr als nur ein Spiel. Du könntest dein Leben verlieren. Ich frage dich erneut, bist du dir ganz sicher? Wir sprechen. Na klar. In Ordnung, dein Gegner wartet dort drüben.
Zuerst ein erfahrener Spieler. So viel Glück besaß noch niemand. Kein Spiel ist aufregender als dieses. Dein Gegner hat viel Geld gewonnen. Was macht er wohl damit? Du bist so jung. Warum setzt du dein Leben aufs Spiel? Du besitzt Mut. Mut. Ein böses Omen. Ich habe meinen Glücksbringer vergessen. Die Regeln sind einfach. Eines der 5 Gläser enthält Gift. Jeder trinkt der Reihe nach. Derjenige, der überlebt, gewinnt. Ich fange an. Halsenei! Mit einem Schluck leerte der Gegner sein Glas. Will schließt seine Augen und leert das Glas. Okay. Glück gehabt, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Halsenei! Mit einem Schluck leert der Gegner sein Glas. Dann... Hier. Will schließt seine Augen und leert das Glas. Glück gehabt, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Lass mich raten. Halt, nein! Oder auch nicht. Das letzte Glas. Das letzte Glas. Halte ein! Der Junge hat gewonnen! Trink es nicht, es wird dich töten. Ich muss. Die Ehre gebietet es mir. Ich habe verloren. Mein Leben. Er greift das Glas. Stopp, du hast schon verloren, trink nicht. Ohne die Zuschauer zu beachten, leert er das Glas. Mit dem Gift. Okay. Du bist der russische Glasgegner meines Mannes. Mein Mann sagte einst, er hätte ertragreiche, aber sehr gefährliche Arbeit gefunden. Dies ist mein Testament, hier steht... An meinen Gegner, das Schicksal wollte es. Draußen stehen 4 Krux, sie gehören dir. Was? Okay, tschüss. Das sind die Krux, die ich bekam. Joa, wenn wir 4 haben, kommen wir ja mit 4 Leuten los. Aber welche 4? Neil nicht. Den mag ich nicht. Nee, keine Ahnung. Hier bin ich nicht richtig. Tschüss. Guten Tag. Halt. Ihr habt Krux? Sie sind doch total teuer. Warum so traurig? Vielleicht sollte ich besser nicht fragen. Ich denke, wir sollten nach Westen gehen, nach Euro. Lance und Billy möchten hier bleiben. Du solltest dann mit ihnen sprechen. Auch ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Lance fragt nach dem Grund. Ich würde gerne bei euch bleiben, aber ich kann meinen Vater nicht im Stich lassen. Außerdem gibt es da... noch einen Grund. Ich habe vor, mehr Zeit mit Lily zu verbringen. Ich fühle mich irgendwie unwohl, denn ich lasse euch nicht gerne alleine. Aber ich muss meinem Herzen folgen. Dennoch wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr werdet es schaffen. Ich wünschte, Lance und Lily kämen mit uns. Daniels Familie betreibt ein Handelsunternehmen in Euro. Ein Handelsunternehmen in Euro? Nicht in Dollar? Ach so. So, keine Ahnung wohin. Ah, was haben wir denn hier? Testament. Ach so, trauere nicht. Auch wenn das Gift mich nicht tötet, mein Schicksal ist bereits besiegelt. Vor 6 Monaten erfuhr ich, dass ich sterben muss. Ich entschloss mich vorher noch viel Geld zu machen. Ich wollte es meiner Frau und seinem Kind,
Ich wollte es meiner Frau und dem Kind, das ich nie sehen werde, überlassen. Ich habe mein Vermögen gemacht, indem andere das Leid dafür ertragen mussten. Wenn ich verliere, möchte ich dir einen Teil meines Besitzes hinterlassen. Bitte kümmere dich um meine 4 Lieblingskrux. Jo. Hab ich gemacht. Wieso geht's jetzt nicht weiter? Hätte ich nochmal lesen müssen. Oder geht's vielleicht jetzt weiter? Nö. Keine Ahnung. Wir reden nochmal mit der Runde da drin. Vielleicht nochmal mit dem alten Vater. Vielleicht nochmal mit der Frau hier drin. Ich werde meinen Mann ewig lieben, auch wenn er nicht mehr bei mir sein kann. Atemia. Ich habe doch schon mit allen gesprochen. Ja, Kling, kling, klöng, klug, klug, kling, kling. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir hin können. Hier waren wir auch schon. Hier könnte ich doch mal gucken. So. So, jetzt sprich mit Lily und Lance. Ach. Der Augenblick, wenn sich zwei Menschen das erste Mal verlieben, ist magisch. Dieses Gefühl wird man niemals vergessen. Meine Eltern wohnen übrigens in Euro. Sie werden uns helfen, sobald wir dort sind. Auf nach Euro. Ich speichere mal. Atemia. Euro. Wir durchquerten die Wüste und erreichten nach langer Reise die Stadt Euro. In Euro herrschte reges Treiben. Die Stadt war viel größer, als ich dachte. Nils Eltern lebten hier. Sie betrieben eine Firma namens Rolex. Ist das eine Uhr? Nils war das erste Mal seit 3 Jahren hier. Seine Eltern waren außer sich vor Freude. Sie zündeten ein Feuerwerk und bestellten Tänzer. Es war eine einmalige Willkommensfeier. Muss ich mir nachher nochmal angucken. In diesem Haus leben Nils Eltern. Wir durften die Gästezimmer benutzen. Gästezimmer. Fühlt euch wie zu Hause. Ich möchte mit meinen Eltern sprechen. Es ist 3 Jahre her. So. Und ich werde auf jeden Fall nicht 3 Jahre wegbleiben, aber ich werde jetzt erstmal offline gehen. Ich bin... ich hatte eine lange Reise heute hinter mir und bin doch ein bisschen K.O. von dem Ganzen. Werde beim nächsten Mal wieder einschalten, mit euch hoffentlich, zu Let's Play Illusion of Time. Bis dann sage ich Tschüss, euer Fahrungs-IP.